Herzlich willkommen zu Folge Nummer 17 von FIFA 16 Karrieremodus Simulate to Glory. Und heute steht das Pokalspiel zuerst gegen den 1. FC Köln an. Allerdings werden wir vorher nochmal versuchen, mit dem Herrn Lazzaro den Vertrag zu verlängern. Der zuerst wechseln wollte, aber jetzt vielleicht nicht mehr. Das werden wir jetzt sehen. Mal gucken, vielleicht bleibt er jetzt ja und hat wieder Bock auf 1860. So, und erstmal jetzt die Simulation gegen den 1. FC Köln am 25. Oktober 2017. Komm schon. Ich lasse es jetzt so durchlaufen. Success trifft zum 1:0 für uns. Komm schon, gelbe Karte für Hector. Jetzt ist Halbzeit. Lacazette für Geoffrin. Okay, interessanter Wechsel. Steinhardt für Mats Müller. Dili, was ist denn da los? Baena, das war klar. Success mit dem Elfmeter. Und da sind wir weiter. Success mit dem Doppeltreffer. Ivan, Success mit dem Doppeltreffer. Doppelt eingeschlagen, unser Stürmer. Turnierpreisgeld. Ja, wow. Sperren abgelaufen. Sehr schön. Wir sind wie das Pokal noch weiter. Das ist natürlich gut. Wir sind mittlerweile 10. in der Liga abgerutscht. Aguirre von Bayern ist auf jeden Fall erst in der Torjägerliste. Lazzaro Patt bei Vertragsverhandlungen. Er möchte auf keinen Fall wechseln. Das heißt, Jesse Lingard ruft auf jeden Fall schon. Ich höre es auf jeden Fall schon. Und wir gehen weiter, aber es kann ja auch sein, dass wir selber zum anderen Verein gehen. So. Bayern 04 Leverkusen ist der nächste Gegner in der Bundesliga. Vielleicht können wir da auch gewinnen. Ich habe vergessen umzustellen. Geil, und deswegen verlieren wir auch. Nice auf jeden Fall, wenn man sowas vergisst. Deswegen stellen wir jetzt zuerst um. Kovac muss erstmal länger drin bleiben, auf jeden Fall. Asquez und Lazzaro kommen wieder rein. Ja. Da kann wieder weg und er kann wieder weg. So, jetzt geht's normal weiter, wieder normal aufgestellt, bis auf Dani Da Costa, der fehlt halt noch, ist halt verletzt. Kann man nichts machen. Training geht auch weiter. Sachs ist auf jeden Fall richtig guter Spieler. Der hat jetzt schon mit 3 verschiedenen Clubs gespielt, wir haben ihn ja von Darmstadt geholt. Und als nächstes gibt's den Hannover, die jetzt nach 3 Spieltagen, glaube ich, auch Erster waren. Das waren die, glaube ich, Mannesbericht Jugendmannschaft. Da Alexander Kübler. Naja. Jean Bell ist gut. Gutierrez ist noch gut. Ricardo Alves kann man wieder mal freigeben. Boatmann ist auch gut. So. Schindler und Jean Frey waren weg. Aber erstmal geht es jetzt gegen Hannover. Hannover ist 96. So. Wen haben wir jetzt noch? Wir sind 10. immer noch. Alles klar. Okay, Hannover 96, das ist dieses Spiel. Oh, ich muss gerade gehen. 2:2 unentschieden, das ist in Ordnung. Weiter ein 10. noch. Training Day ist am Start. Ey, Success geht fast auf die 74, aber auch nur fast. Weiter geht's. Christopher Schindler. Ich möchte über sein Gehalt sprechen. Obwohl er verkauft werden will. Eigentlich würde ich das jetzt nicht tun. Nö, mach ich auch nicht. Das ist so, ist mir egal. Mach ich nicht. Weiter ein 10. übrigens. Südafrika, komm, hau mir ab. Ich möchte eigentlich gar keine Nationalmannschaft haben. Ah, die Anfragen kann man nicht ausschalten. Nicht, dass ich wüsste jedenfalls. So, weiter in 10. auf jeden Fall. Stuttgart ist der nächste Gegner für uns. Lukas Hinterseher möchte spielen. Genauso wie Romuald Lacazette. Aber das mit Lacazette machen wir nicht. Aber der Herr Hinterseher kann spielen. Und zwar für Moses Simon.
So. 1860 München gegen Stuttgart. Und das gewinnen wir 1-0 durch Ivan Success. Und somit sind wir auf Platz 8 abgeschlossen. Das kann sich aber noch ganz schnell ändern wieder. Spieler auskuriert, Dani da Costa. Und André Hoffmann ist gesperrt. Lukas Hinterseher bedankt sich, dass er spielen durfte in der letzten Partie. Und wir können wieder Training machen. Wir sind schon wieder im November. Geht einfach schnell hier. Komm gut voran. Success erreicht die 74er Wertung. Super duper. Und wir haben uns tatsächlich auf Platz 9, auf Rang 9 gekämpft. Und Lazaro bleibt. Das ist natürlich auch schön. Schön für mich oder für meinen Nachfolger im Winter. Könnte schön werden. So, monatliches Scouting Update. Pressekonferenz. 1860 München loben wir natürlich gegen Bayern. Jetzt kommt das Derby. Oh, der scheint echt gut zu sein, Claudio Ribeiro. Im ersten Blick. Das sind nicht wirklich gute Spieler dabei. Hier noch Karius. Timo Karius. Eine Mischung aus Timo Horn und Loris Karius oder was? Timo Karius, alles klar. Daniel da Costa fühlt sich einsatzbereit. Das werde ich gleich entscheiden. Bolivien. Ja, das werde ich gleich entscheiden. Werden wir ganz genau nachschauen, ob du wirklich spielen kannst. Da bin ich mir nämlich nicht so sicher. Auf jeden Fall muss Schindler ran. Und da Costa könnte echt spielen. Lass ihn einfach mal spielen, da Costa. Hauen Sie mal rein, lieber Danny. Und zeigen Sie mir, dass Sie wirklich spielen wollen. Gegen den FC Bayern München. 2-1 Sieg. Was? Was? Nicht dein Ernst. Eden Hazard macht hier noch den einen Anschlusstreffer auch. Aber trotzdem, wir gewinnen 2-1 gegen FC Bayern München. Danke. Ich bin natürlich absoluter FC Bayern-Fan, ne? Ich habe aber nichts gegen 1860 München. Aber trotzdem ist es geil, dass wir 2-1 gegen FC Bayern München gewinnen. Und damit sind wir auf Platz 7. Wie geil, bitte. So, Training weiter. Eigentlich möchte ich 1860 München nicht verlassen, aber dass wir hier mit den Titel richtig gewinnen, das ist immer noch die Frage. Aber irgendwie scheint es ja momentan zu laufen. Und ja, wir machen erstmal weiter und schauen dann. Gegen Hannover, sei schon wieder gegen Hoffenheim. 98 Hoffenheim, Trainingsverletzung, Daniel Adam 2 Tage, wow. Mundesbericht Jugendmannschaft, Alexander Kübler. Claudio Ribeiro, Jean Bell, Martinho Gutierrez, Timo Karius und Yannick Borgmann. Können wir gleich mal weggeben wieder. Immer noch Jeffrey und Schindler wollen weg. Ich hab's auch verstanden, Leute. Aber erstmal gehen wir jetzt genauso wie in der letzten Partie. Gehen wir rein, natürlich. So gut es geht. Gegen Hoffenheim wieder ein 1-0-Sieg. Schindler trifft. Schindler trifft. So. Success mit der 75er-Wertung. Jetzt geht's richtig ab, Leute. Jetzt geht's richtig ab. Jetzt geht's richtig ab. Wir haben zu einer neuen Nachricht. Aber über Kämpf. Jetzt schauen wir noch die Tabelle. Wir sind auf Platz 9 abgerutscht. Was ist denn da los? Wir haben zweimal gewonnen, ey. Ist anscheinend noch nicht genug. So. Erster FC Köln. Sehen nächste Gegner darauf, wenn ich sein möchte mehr Gehalt haben. Könnte teuer werden. Schindler will auch mehr Gehalt haben. Das habe ich nicht vergessen. Mein Freund, das habe ich nicht vergessen. Hoffmann ist wichtiger. Erstmal 90.000. Das war klar. Und bis 40.000. Mach's einfach mal erstmal. Kann ich noch verkaufen. Jo. Ich kann mal gucken, ob es schon Jobangebote gibt. Gibt es. Borussia Dortmund.
Borussia Mönchengladbach wohl nicht eher. Schalke 04, VfB Stuttgart, Bremen, Wolfsburg, hier die ganzen krass. Athletic Bilbao, Real Sociedad, UD Las Palmas. Dortmund wäre natürlich eine Idee, eine Überlegung wert. Aber irgendwie, ich weiß nicht, also die haben natürlich bessere Liga und die haben ultra viel Geld. Ich werde einfach mal bei Dortmund anfragen, wenn die das machen würden, werde ich das auch tun. Da bin ich mir eigentlich ganz sicher, dass ich das tun werde. Einfach, weil wir mit denen mehr Chancen haben, richtig erfolgreich zu sein in der Karriere. Aber jetzt erstmal gegen Köln und da verlieren wir durch zwei Tore von Yusuf Pause. Ja. Mats Möller-Dili, danke Chef. Das ist natürlich kein Problem. Alles klar. Training beginnt. Torwart, Flugparaden gehen hoch bei Donnarumma, habe ich jetzt nur gesehen. Und weiter geht's. Und werden wir angenommen? Ja, wir werden angenommen bei Borussia Dortmund. So, Leute. Wir werden jetzt noch einmal ganz kurz bei den Jobangeboten reinschauen. Hier ist nichts mehr gerade. Oh, Juventus Turin. Juventus Turin. Aber wir können schon in Deutschland bleiben, da habe ich nichts gegen. Und Dortmund ist einfach eine richtig gute Mannschaft, richtig gute Spieler. Und Leute, wir werden jetzt Borussia Dortmund akzeptieren und zu Borussia Dortmund als Trainer in der Trainerlaufbahn wechseln. Ich habe es bestätigt. Erik GC wechselt den Verein und ist bereit, Dortmund im Sturm zu nehmen. Alles klar, Ligaziel ist was? Champions League Qualifikation und tatsächlich. Das ist natürlich absolut in Ordnung. Pressekonferenz und natürlich DFB-Pokal gegen Bayern erstmal raushauen. Also. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben den Verein das erste Mal gewechselt in der Simulator. Glaube, wir haben ultra viel Geld, können uns richtig schön was gönnen in der Winterpause. Aber jetzt schauen wir uns erstmal die Mannschaft an. Wen haben wir denn hier alles? Wir haben Bakambu, den wir gar nicht spielen lassen, was natürlich irgendwie ganz komisch ist. Ja, du gute Mannschaft, wir haben zwar keinen Aubameyang mehr, aber das ist jetzt nicht schlimm unbedingt. Genau, so. Wir machen erstmal eine ordentliche Aufstellung. Haben wir erstmal hier raus, nicht so eine verkroxelte irgendwas Aufstellung, offensive Aufstellung, hau raus. Obwohl, eigentlich machen wir eher mal hier so eine, genau, die defensive Art davon. Ich würde sagen, Reus bleibt auf jeden Fall links stehen, das ist natürlich absolut fest. Im Sturm natürlich Bakambu, wenn die den schon haben. Benjeda haben sie auch noch mit 82er Wertung. Dann ist natürlich Mkhitaryan rechts auf der Seite gesetzt. Julian Weigel werde ich natürlich setzen. Genauso wie Gündogan, Nuri Sahin. Dann werden wir uns vielleicht dann zentral offensiven Mittelfeldspieler noch in der Winterpause gönnen. Dass wir da einen haben. Celis, wer ist denn Celis? Ist das ein. Oh, das ist ein Jungspund. Ist natürlich gar nicht schlecht. Dann können wir so lange mal so machen, würde ich sagen. Der scheint echt gar nicht schlecht zu sein hier. So, in der Endverteidigung können wir auch noch einen neuen gebrauchen. Piszczek und Ginter, das ist natürlich so eine Sache. Da werde ich Ginter, denke ich mal, als Stamm-Innenverteidiger nehmen. Und die haben echt keine guten Innenverteidiger. Muss man einfach mal so sagen. Bender wird da auf jeden Fall spielen, dann erstmal. Und links werde ich Durm setzen. Namensvetter und ja. Genau. So, dann werde ich. Dann mache ich das so. Ginter werde ich dann erstmal so hinsetzen. Und dann den Piszczek rechts wieder. Birki im Tor ist in Ordnung. Beiden Fälle als Ersatz. Felix Passler hat auch noch im Angebot. Alles klar. So, machen wir mal. Tamuhada kann erstmal auf. Reservebank. Wir werden auf jeden Fall ausmisten müssen. Aber das macht mir Spaß im Karrieremodus ausmisten. Und jetzt müssen wir an der Stelle auch erstmal kurz, ja, einen Schnitt machen. Sonst bricht die Aufnahme mit drin ab. Und das möchte ich nicht. Ja, deswegen, bis gleich. Geht's auch direkt weiter. Wir waren gerade noch dabei, hier die Aufstellung zu machen. Und zwar fehlt uns hier noch auf jeden Fall ganz sicher ein Innenverteidiger auf der Bank. Ja. Castro ist ja schon 30, Castro würde ich auf jeden Fall nicht so gerne mehr haben. Deswegen setze ich hier jetzt mal den Passlack hin. Und sonst haben wir jetzt eigentlich nicht mehr so gut hier. Nere, der kann natürlich rechts und links spielen, ist 23 Jahre alt. Aber Passlack ist einfach das größere Talent. Zusammen mit Pulisic haben wir natürlich richtig gute Talente hier, die wir auch trainieren werden gleich. Aber wir haben auf jeden Fall hier ganz viele Spieler, die wir auch ausmisten werden. Jetzt auf der Auswechselbank werde ich wahrscheinlich nur zwei, wenn nicht sogar drei weggeben. Wir haben halt einen richtig guten Sturm hier mit Bakambu und mit Benjeda.
was mir persönlich richtig gut gefällt. Und dann noch Zählos aus der eigenen Jugend, denke ich mal, echt gut. Und, jo, ich würde sagen, wir werden jetzt erstmal zwei Spiele auf die Wunschliste setzen und die werden, ja, könnt ihr wahrscheinlich schon denken, von 1860 München jetzt sein gerade. Ich möchte gerne meinen Torhüter wieder haben und zwar ist das natürlich Gianluigi Donnarumma, den ich natürlich dann wieder zurückhaben möchte. Den 78er Torwart auf Wunschliste setzen und ich habe ja eben gesagt, wir brauchen zentral offensiven Mittelfeldspieler. Und ja, da sich Amiri so krass entwickelt hat, werde ich ihn weiter trainieren und werde ihn auch zu Borussia Dortmund holen und versuchen, mit ihm weiterzumachen. Genau. So, falls mir noch irgendwer einfällt, werde ich das auf jeden Fall direkt unternehmen. Und jetzt haben wir erstmal das Spiel gegen den FC Bayern München in der dritten Runde des DFB-Pokals. Da werden wir direkt auch mal so die Simulation durchlaufen lassen. Und so mal schauen, ob wir da vielleicht so gewinnen. Bakamu trifft mit der 1-0, aber Gündogan verletzt sich. Agüero verschießt den Elfmeter, Agüero macht aber noch das 1-1. Hier ist es ein bisschen spannenderes Spiel als eben gerade. Das wäre auf jeden Fall schön, wenn wir hier noch gewinnen könnten. Da wäre ich den Dortmundern sehr verbunden. Das erste Spiel mit Dortmund Götze. Scheiße, der spielt ja gleich bei uns. Fuck. Okay. 2-1 für die Bayern. Wir fliegen aus dem DFB-Pokal raus. Gegen den FC Bayern München. Also erst spiele ich so gut, aber mein Gott. Es ist DFB-Pokal gegen den FC Bayern München. Jetzt dürfen wir nur hoffen, dass er nicht so lange verletzt ist. Okay, es sind nur 2 Wochen, in Führungsstrichen nur. 2 Wochen ist noch im Rahmen. Gut. Ich wäre eigentlich jetzt echt dafür, dass wir erstmal jetzt, das haben wir das letzte Spiel vor der Winterpause, das ist schon mal gut. Also noch ein Spiel, dann haben wir Winterpause, dann können wir erstmal Mannschaft umstellen, richtig machen, was auch immer. Hier auf jeden Fall erstmal ein bisschen trainieren. Pulisic, habe ich gesagt, will ich trainieren. Und dann möchte ich noch den Weigel trainieren. Dann möchte ich noch den Seles trainieren. Dann möchte ich noch den Paslak trainieren. Und zu guter Letzt trainiere ich dann nochmal den Durm. Vorerst. Genau, so. Hätten wir das auf jeden Fall schon mal. Sind wir schon ein bisschen in Dortmund angekommen auf jeden Fall. Zwar mit einer Niederlage, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Die wird es jetzt auch nicht regnen, denke ich. Erstmal gegen Borussia Dortmund. Und wir kriegen auch noch ein Turnierpreisgeld. Aktuell ist aus Frankreich haben wir noch, aber das werde ich alles jetzt erstmal beiseite legen. Wir gehen jetzt noch in die eine letzte Partie hier und werden uns danach auf die Transfers konzentrieren. Dortmund gegen Frankfurt. 3-0 Sieg mit Mkhitaryan und Bakambu trifft doppelt. Das ist sehr geil. Direkt mal der Sieg rausgehauen. Wir sind Platz 6 jetzt momentan. 1860 auf Platz 9. Also wir sind auf jeden Fall schon mal besser. Aber wie wir sehen können, ist Platz 4, 5, 6 und 7 sind alle mit 30 Punkten bestückt. Was natürlich nicht schlecht ist. Und ja, wir müssen auch nur einmal Sieg gewinnen und die anderen müssen alle verlieren. Und dann sind wir auch schon Platz 2. Also das könnte gut laufen. Achso, wir können 4 Spieler verlieren. Das will ich natürlich nicht verlieren. Blaschikowski, den werde ich wahrscheinlich eh verkaufen. Aber trotzdem verlängern wir mal, damit es auch noch Geld gibt. Hier haben wir noch Park Yoho. Auch das gleiche. Marcel Schmelzer. Werden wir, denke ich, auch verkaufen. Sauerland. Ich werde einfach mal die Gastverträge jetzt einfach verlängern. Wir haben ja Geld ohne Ende gerade. Für mehr als in München. Dann der gute Paslak wird natürlich verlängert um 3 Jahre. Ultratalent. Ah, dann Ramos werde ich auch verkaufen, aber trotzdem werde ich den natürlich ein Angebot machen. Burnic. Und Reimann. Und Fritsch. Das war's dann erstmal. So, das wollte ich noch machen, genau. Ich wollte das Transfernetzwerk abschalten. So. Geht's weiter erstmal Training. Das dürfen wir nicht vergessen.
Jo. Goodie, goodie. Also Folge 17, Wechsel des Trainers. Weiter. Wieder ein paar Vertragsverlängerungen. Nehmen alle an. Sehr schön. Nehmen Subotic ist auch wieder da. Interessiert uns aber recht wenig. So. Ich werde jetzt schon mal das Ausmisten beginnen, sozusagen. Ich werde auf jeden Fall mal auf die unsere Spielerverkaufenliste gehen und da mal ein paar Spieler aussortieren. Damit die Angebote, damit sich die Mannschaft schon mal überlegen können, welche Angebote sie machen. Ja. So. Den Weidenfeller gebe ich ab. Ich spiele für Geschichtsbücher, stand da gerade. Okay. Dann den Reimann werden wir für 2 Jahre mal ausleihen. Dann in der Innenverteidigung. Da haben wir 1, 2, 3 Spieler. 3. Das ist nicht viel. Nicht gut, nicht viel, einfach nicht gut. Neben Subotic würde ich ganz gerne verkaufen. Wir haben einfach eigentlich gar keine Innenverteidiger. Und deswegen werde ich, glaube ich, dann jetzt unsere Innenverteidiger komplett übernehmen. Von 1860 München vielleicht sogar. Das heißt, wir werden die beiden hier behalten und dann werden wir versuchen, Kempf und Hoffmann zu holen. Linke Verteidigung haben wir einmal Duan, Park, Juhu und Schmelzer. Da werde ich meine Schmelzer versuchen zu verkaufen. Auf Rechtsverteidigerposition haben wir richtig viele Spieler. Piszczek ist schon 32 Jahre, deswegen werde ich ihn verkaufen. Ich setze auf junge Spieler. Ginter wird dann Rechtsverteidigerposition übernehmen. Ersatz wird dann Passlack sein. Auf Nere zusammen. Stenzel werde ich dann verleihen. Genau. Links haben wir dann Reus und Pulisic, das heißt Bandowski werden wir verkaufen, weil auch schon 23 ist, dann wird nichts mehr. Rechts hätten wir dann Giau und Mkhitaryan. Eigentlich könnten wir Giau auch verkaufen, wir werden einfach mal Rzeczkowski noch verkaufen, Giau verkaufen, weil wir haben ja Passlack rechts. ZDM, Bender und Weigel, Burnic, Castro, Celis, Gündogan, Leitner, Sauerland, Sahin. Das sind zu viele. Wir haben Weigel, wir haben Celis, wir haben Gündogan und wir haben Leitner. Das reicht völlig aus, diese 4. Das heißt, Schein wird auf die Transferliste gesetzt. Castro wird auf die Transferliste gesetzt. Und Bonsch wird auf die Leihliste gesetzt. Dann machen wir das auf jeden Fall. Das heißt, 1, 2, 3, 4. Ach nee, Bender wollten wir noch verkaufen, genau. Den Herrn Sven Bender wollten wir noch auf die Transferliste setzen. Und so kommen wir zum Sturm auch schon. Bakambu, Ben Yedda, Duxch und das war's schon. Die anderen beiden verkaufen auf jeden Fall. Ramos und Tamu Harder. So, und damit hätten wir richtig fett aussortiert. Jetzt geht's aber auch daran, dass wir welche Spieler wir holen. Und wie ich ja gerade schon sagte, wollte ich dann die guten Spieler von 1860 München holen. Ich fange erstmal an mit Kempf. Den werde ich einfach versuchen. Erstmal auf die Wunschliste setzen, meine ich natürlich. So, den wir auf jeden Fall versuchen zu holen. Aber dazu will ich dann doch vielleicht nicht Hoffmann holen, sondern den Jonathan Tah von Bayern für Leverkusen. Den wohl eher dann. Ich werde erstmal beobachten. Ob es Tage. Und mal schauen. So, das wäre die Innenverteidigung gewesen. Jetzt vielleicht noch Amiri, vielleicht eher so ein bisschen als Backup und dann vielleicht Götze holen. Ich weiß, er hat gesagt, er will nicht, in echt hat er gesagt, jetzt, okay, ich wechsle doch nicht und so weiter und so fort. Das wäre mir gerade erst gewesen so. Aber vielleicht können wir ihn hier in der Karriere holen, Mario Götze zurück zu Borussia Dortmund. Wie wäre das? Ich bin zwar jetzt Bayern-Fan, aber na gut, wenn ich jetzt Bayern-Fan bin und dann zuerst mit 1860 München Karriere mache, dann zu Dortmund wechsle, das hat schon was, aber gut. Ist jetzt halt mal so. Ist halt, ich werde erfolgreich hier im Karrieremodus sein und das schaffe ich halt mit Dortmund jetzt halt ganz gut, denke ich. Und ich möchte eigentlich gar nicht aufhören, weil hier ist schon die Zeit abgelaufen, weil ihr hört den Timer auch gerade wahrscheinlich. Ich glaube, deswegen rede ich gerade mal durch hier. So. Werden wir ganz kurz einmal machen. Schauen wir mal hier rein. Trainingsverletzung, 7 Tage für Roman Weidenfeller. Alles klar, das ist nicht schlimm. Der Transfermarkt ist offen, das heißt, es ist soweit. Wir werden nächste Folge mit der Wintertransferphase in Dortmund durchstarten. Wir sind Platz 6 in der Tabelle, das ist völlig ausreichend. Hauptsache, wir schaffen irgendwie noch die Champions League vielleicht. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und ein Abo. Bis dann und ciao, euer Erik.